Disclaimer: Dieses Video beinhaltet Spinnen, Schlangen, Erbrochenes und leider auch menschliches Blut. Ihr findet dazu an den entsprechenden Stellen rechtzeitig am unteren Bildschirmrand eine Triggerwarnung samt Zeitstempel, damit ihr die Stellen überspringen oder wegschauen könnt. Solltet ihr empfindlich auf diese Dinge reagieren, rate ich euch, diesen Disclaimer dringend ernst zu nehmen. Willkommen im Amazonas. Ich wurde von der Naturschutzorganisation Wilderness International eingeladen, die letzten noch vollständig intakten Ökosysteme dieser Erde mit eigenen Augen zu sehen. Das ist der zweite und letzte Teil der Dschungelserie, in dem ich in wenigen Augenblicken für 24 Stunden mutterseelenallein im Regenwald ausgesetzt werde. Ohne Hängematte, Schutzplane, Schlafsack, Nahrung oder Wasser. Wenn ich nicht am Boden mit den Insekten und Spinnen schlafen möchte, muss ich mir selbst ein Bett bauen. Und wenn ich essen oder bei tropischer Hitze lebenswichtiges Wasser trinken will, muss ich es in der Wildnis suchen. Ohne Guide und auch gefilmt ohne Kameramann. Und das ist bisher im ersten Teil passiert. Oh, was? Eso son los murciélagos. No, ja, no. Ja, die Arme, sehr viele Mäuse geweckt. Ey, verrückt. Das ist super krass. Hier lauert einfach an jeder Ecke irgendwas total cooles. Ah, okay. Siehst du. Ah, es muy gusto. Mucho gusto. Sí, bueno, sí. Es ist eine gute Idee, da drin zu schlafen, weil es sieht da aus wie eine super Höhle. No sea una casa de murciélago. Por acá me voy a zampar. Por acá voy a entrar a ver. Wenn ich denn jetzt nicht so einen coolen Baum finde wie den, wie kann ich denn sonst irgendwie mir eine Unterkunft bauen? Ah, a ver. Muy bien. Haces un fuego acá adelantito o acasito. No hay insectos, no hay animales. Okay. Ya murió todo su... Boah, das schmeckt wild. Ist nicht so schlimm, wie man denkt. Ich weiß nicht, also ich glaube, essensmäßig sieht es gar nicht so schlimm aus, wenn ich nichts Falsches esse. Was allerdings noch viel wichtiger sein wird, als Essen zu finden, ist sauberes Trinkwasser. Boah, das ist echt super viel. Kann ich davon so viel trinken, wie ich will, oder ist das irgendwie ab einer gewissen Menge giftig? Wenn ich schaffe, mich nicht mit einer Pflanze zu vergiften, bleibt aber noch eins offen. Was alles gibt's da draußen, das mich essen, beißen, vergiften oder stechen könnte? There are going to be snakes everywhere. What I tend to do when I see a jaguar close at hand... You've seen jaguars close at hand? Yeah, within like 10 meters. Yeah, has happened in the past. Ausgehend von dem, was ich von meinen Guides Chiki und Chris gelernt habe, entsteht also nun meine Packliste für den Regenwald. Kategorie 1, Filmen. Damit ich meine Erfahrungen da draußen dokumentieren kann, nehme ich mehrere Kameras, Mikrofone, eine Menge Ersatzakkus und eine Kopflampe mit, damit ich auch nachts filmen kann und ihr seht, wie sehr ich mich in die Hosen mache. Zweite Kategorie, Sicherheit. Bestehend aus Erste-Hilfe-Kit sowie Desinfektionsspray und Co. Zudem ein Funktelefon und GPS-Gerät, um im absoluten Notfall Hilfe zu rufen. Hello Chris, do you hear me? Ich habe mir lange überlegt, das nicht mitzunehmen und ich möchte die 24 Stunden auch schaffen ohne diese Notfallausrüstung. Mir wurde aber eindringlich gesagt, rauszugehen ohne Notfall-GPS ist für mich quasi der sichere Tod. Wirklich bei mir führen, um da draußen zurechtzukommen, werde ich ein Taschenmesser, einen Feuerstahl, ein dünnes Mückennetz und eine Machete. Aber einen Teil der Vorbereitung habe ich euch bisher noch verschwiegen. Ein Teil, der passierte, während Chiki mir beigebracht hat, wie man im Dschungel ein eigenes Bett baut. Ein Teil, der nochmal alles verändern sollte. Ein Teil, der den Aufmerksamen unter euch bereits im ersten Teil aufgefallen ist. Wieso ist denn sein Finger jetzt schon wieder verletzt? Was ist schon wieder los? Tomary, was ist los? Ich war also wieder mit Chiki im Dschungel. Wir haben ein Video gedreht für meinen Zweitkanal Tomary Lul, in dem ich von ihm lerne, wie man im Dschungel ein eigenes Bett baut. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Vier Stück noch, let's go. Aua! Fuck, fuck, fuck. Oh, shit. Oh, man. I hit myself. No bueno. No bueno. No bueno. Is it a bit? Come on, shit. Yeah, it's probably rather deep. I have some... Oh, no. Stop. Ah, scheiße, Alter. Das ist schon ein bisschen schwindelig. Ich habe irgendwas gehauen und halt nicht so präzise getroffen, ich wollte, und halt voll in mein Finger rein. Das ist ultra. Ich habe ja gesagt, also das Gefährlichste auf jeden Fall im Dschungel bin ich. Eine offene Wunde mitten im Dschungel. Da war doch was. Ich durchsuche meine 3 Impfpässe, händeringend auf der Suche nach einer Tetanus-Impfung. Extra für diese Reise habe ich mich doch gegen alles impfen lassen. Einmal Gelbfieber, 3-mal Tollwut, einmal Hepatitis A, einmal Hepatitis B, 2-mal Cholera, einmal Typhus, einmal Meningitis. Aber wo ist dieser verdammte Tetanus-Stempel? Ich finde keinen. Wurde jetzt gerade ein Loch? Aua! Fuck.
Gedanklich war das Experiment für mich an diesem Punkt bereits vorbei. Alleine im Dschungel, mit einer unbrauchbaren Hand, die jederzeit entzünden könnte. Absolut dumm. Während ich das Skript für dieses Video schreibe, wünschte ich mir, ich könnte hier einen guten Grund einfügen, der mich dazu bewogen hat, aber stattdessen schneiden wir mit den Worten: Fuck it, ich bin gekommen, um Regenwald zu schützen, unkreativ auf eine Szene, in der ich einen Haftungsausschluss unterschreibe, in dem klargestellt wird, dass ich mir der Gefahren des 24-Stunden-Dschungel-Experiments bewusst bin und dadurch niemand verklagt werden kann. Hey Siri, stelle einen Wecker in 24 Stunden. Dein Wecker ist auf morgen 11.41 Uhr gestellt. Das Handy kommt jetzt weg, wird auch nicht mal benutzt. Und eben mit dem Wecker habe ich den Luxus, dass ich nicht mal meine Uhr brauche, um zu wissen, wann ich zurück muss, um komplett das Zeitgefühl zu verlieren. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht mich mit der Machete hau. Wie soll ich da reinkommen? Wo? Okay. Man kommt schwer voran. Und unter jedem dieser Blätter könnte eine fette Spinne lauern. Hier drüben sieht es ganz begehbar aus. Ich werde die Machete hier auf jeden Fall am meisten benutzen, um die ganzen Blätter hier ein bisschen zur Seite zu drücken. Wenn ihr euch jetzt erhofft habt, dass ich hier durchgehe und einfach zack alles kaputt hau, dann muss ich euch leider ein bisschen enttäuschen. Es ist echt krass. Also ich kann natürlich überall hier durchgehen. Aber unter jedem dieser Dinger könnte wirklich eine Spinne dran sitzen. Oder eine Raupe. Okay, oder ein krass schöner Käfer. Laut den Experten, die wir über Wilderness International kennengelernt haben, handelt es sich hierbei wohl um einen blauen Rüsselkäfer. Aber das war selbst für die Experten bei dieser Qualität bei weitem nicht leicht zu entziffern, da es im Amazonas mehr als 1 Million verschiedener Insekten gibt. Auf der Wikipedia-Seite vom blauen Rüsselkäfer sieht man auch, dass es selbst hier Dutzende verschiedene gibt mit unterschiedlichen Maserungen. Diese Artenvielfalt zieht sich natürlich durchs komplette Tierreich. Säugetiere wie das Capybara, einem riesigen Meerschweinchen, das gerne schwimmt, aber auch quasi mit uns verwandte Primaten, finden hier ein Zuhause und mehr als genug Essen. Damit das so bleibt, kauft Wilderness International auch zusammen mit unserer Hilfe Regenwaldgrundstücke auf und schützt sie vor der Abrodung. Alleine wir als Community haben mit dem ersten Teil, der vor wenigen Tagen erschienen ist, bereits über 35.000 Quadratmeter geschützt und ich vermute, dass das mit diesem Video nochmal deutlich mehr wird. Der Link dazu, mit dem ihr jetzt pro 1 Euro einen Quadratmeter Regenwald unsterblich machen könnt, ist in der Beschreibung. Vorhin ist irgendwas Fettes von dem Baum runtergefallen. Ach du Scheiße, ey. Ach, da sind Früchte oben. Die sind wahrscheinlich runtergefallen, aber die will ich auch nicht auf meinem Kopf. Ich muss jetzt echt langsam mal zu einem guten Spot kommen. Also ich muss super ehrlich gestehen, es fällt mir super schwer, hier dem Drang zu widerstehen, einfach alles mit der Machete hier kurz und klein zu hauen. Einfach damit ich hier einen Weg habe, wo ich nicht Angst haben muss, in irgendwas Giftiges reinzulaufen. Ich habe hier so ein Bambusding gefunden. Er hier ist definitiv nicht mehr geil. Der ist auch super morsch. Aber er hier, den ich gerade gefällt habe, der hat Wasser drin. Ich habe mir jetzt schon mal ein Stück hier so abgeschnitten und da kommt jetzt Wasser raus. Aber ich habe super Schiss. Also ich. Keine Ahnung, ob ich das jetzt trinken sollte. Die haben gesagt, ich kann es trinken, das Bambus. Aber ja, let's go. Ja, schmeckt gut. War aber noch nicht mal ein guter Schluck. Aber was Besseres, glaube ich, finde ich nicht. Ach du Scheiße. What the fuck? Okay, ich nehme jetzt auch so viel Bambus mit, wie ich kann. Hier ist auch noch was. Sehr geil. Sehr geil. Sehr, sehr geil, dass ich nicht dursten muss. Das ist krass. Eins, zwei, drei. Und hier cutte ich den jetzt.
Da ist Wasser schon richtig ausgesprudelt. Mal schauen, ob das ein Loch hat. Hätte der Bambus ein Loch oder wäre gerissen, dann dürfte ich das Wasser, das er in seinen Kammern speichert, auf keinen Fall trinken, weil es dann mit hoher Wahrscheinlichkeit verunreinigt wäre und ich habe wirklich wenig Lust, mir den einen oder anderen Parasiten anzufangen. Boah, das schmeckt übel hart nach Bambus und ist würzig. Bisschen scharf. Wow! Junge, Alter, da ist gerade ein richtig dicker Ast runtergefallen, direkt neben mir. Hier ist ein ganz schön dicker Bambus. Aber ich habe halt einfach Angst, dass da irgendwas mit runterkommt, ne? Weil da hängen halt super viele Sachen einfach lose drin. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal reinhauen, hoffen, dass er runterfällt. Ein Stück zurückgehen. Während dann das ganze Zeug da oben einfach runterfallen kann. Und ich kriege hoffentlich dann keins auf den Kopf. Da kam gerade richtig viel Wasser unten raus auch. Also der ist huge. Ach du Scheiße. Ich bin einfach im Dschungel. Und ich komme gar nicht, also ich komme wirklich nicht drauf klar, dass ich einfach alleine gerade bin. Ich kann mich nicht mal irgendwo hinsetzen und sicher sein, weil einfach ständig irgendwelche Sachen von da oben runterfallen. Irgendwelche kleinen Viecher mich ankrabbeln. Gut, jetzt muss ich irgendwie rankommen. Also ohne, dass mich halt irgendein Aster haut. Ich ziehe gerade den 10 Meter langen Bambus-Ding mitten im Dschungel. Okay, und das ist die dümmste Idee, die ich jemals hatte. Ah. War nur ein Blatt. Ich kann es nicht ganz abreißen, sonst kommt der Baum, glaube ich, mit. Ich glaube, ich mache das Beste draus, wenn ich es hier abhau. Oh, ich habe gerade einen Liter Wasser ausgeschüttet. Gar nicht gut. Ist noch was drin? Da ist noch ein Riesenschluck drin. Als ob da so viel Wasser drin ist. Oh. Mm. Mm. Holy shit. Da ist ja richtig viel Wasser drin. Schmeckt ein bisschen nach Zitronengras. Ja, ist echt krass, wie es ja im Dschungel alles verbunden ist. Ich habe jetzt hier gerade so ein totes Ding gehauen, damit ich hier durch kann. Und wenn ich daran wackel, dann wackeln die Lianen, gehen bis zum Baum hoch und dann fällt vielleicht irgendein lockerer Ast einfach hier runter und auf meinen Kopf. Einfach faszinierend. Hier ist, wann auch immer, ich weiß nicht, diese Nacht, vor Ewigkeiten, ein richtig fetter Baum umgefallen und entwurzelt. Und naja, also ich bin froh, dass ich nicht dieses Wasser drunter trinken muss. Sondern, dass ich das enorme Glück hatte, hier Bambus zu finden. Ich würde schätzen, gerade in dem dicken, da ist insgesamt locker ein Liter drin. Ich suche gerade nach einem Schlafplatz, aber hier ist es gerade so nass, da werde ich mit Sicherheit nicht schlafen. Ich muss irgendwie noch weiter in den Dschungel rein, wo es ein bisschen höher gelegen ist, wo sich nicht das komplette Wasser hier sammelt. Wobei man auch sagen muss, dass das Wasser hier echt sehr, sehr klar aussieht, aber nicht ganz so klar wie mein Bambus hier. Auf der Suche nach meinem Schlafplatz finde ich einen der wahrscheinlich tausenden Pilzarten, die es hier im Amazonas gibt, den ich ausnahmsweise eindeutig identifizieren kann. Während meines Trainings hat mir der gute Chiki nämlich gezeigt, dass man den Saft dieses Pilzes als Ohrtropfen verwenden kann, wenn man Ohrenschmerzen hat. So, ich habe jetzt einen Schlafplatz gefunden. Der gefällt mir ziemlich gut. Sieht so aus. Ist das dumm. Und der gefällt mir gut, weil wir haben hier diesen schrägen Baum, der lebt noch. Den geht's richtig gut. Und der ist dadurch richtig stabil und wird nicht umkippen mitten in der Nacht. Wird mich aber trotzdem vor herabfallenden Ästen schützen, die es hier andauernd gibt. Hier liegt alles am Boden voll mit dicken Ästen, die einfach 40 Meter hier runtergefallen sind vor den ganz hohen Bäumen da oben. Und das Ding könnte mir heute Nacht das Leben retten. Man darf nicht vergessen, hört ihr das? Diese krassen Geräusche. Man darf aber nicht vergessen, dass das hier ein Termitennest ist. Und die Termiten könnte ich theoretisch essen. Oh, das sind Wespen. Das glaube ich nicht, weil die Wespennester sind länglich. Termitennester sind rund. Aber die sind bestimmt irgendwie 6-7 Meter in der Luft. Deswegen werde ich die wahrscheinlich nicht erreichen können. Aber ich baue mir jetzt meinen Schlafplatz. Das wird geil. Das ist ein geiler Schlafplatz. Oh mein Gott. Und ich habe Wasser und ich habe auch richtig Durst. Ich habe richtig Durst. Ich habe es mir jetzt mal aufgehoben. Ich werde schon eine Weile unterwegs. Ich habe super viele leckere Früchte gefunden, die ich mir jetzt für später einsammeln werde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Früchte sind, die mir Chiki gezeigt hat und die ich auch essen kann und die sind super lecker. Einfach krass. Also ich bin hier einfach in den Dschungel rein, ich habe Wasser gefunden, ich habe Essen gefunden innerhalb von, ich glaube, keine Ahnung, gefühlt 2-3 Stunden. Den hat schon andere Urwaldbewohner gegessen.
Was ist das? Vor lauter Gier habe ich eine Frucht nach der anderen eingesammelt und wurde vom Dschungel, ähnlich wie Hänsel und Gretel von der Hexe, weggelockt von meinem perfekten Schlafplatz, nachdem ich so lange gesucht habe. Ich stehe irgendwo im Urwald und schaue mich um, doch ich finde nicht mehr zurück. Die Suche beginnt also von vorne. Hello Chris, can you hear me? Okay, I will give you the coordinates in a second. Ich habe jetzt den Schlafplatz gefunden, den habe ich nicht zufällig gewählt. Ich habe hier nämlich zwei Gabeln, zwei Bäume, die intakt sind und eine Gabelung haben. Das heißt, das sind zwei Bäume weniger, die ich selber irgendwie abhacken muss und hier hinstellen muss. Und dann kann ich da quasi einen langen Ast drüber spannen, der mich dann vor herabfallenden Sachen schützen wird, weil davor habe ich ehrlich gesagt am allermeisten Angst. Und zusätzlich ist es hier auch nicht ganz so dicht besiedelt, das heißt, hier gibt es nicht so viele Bäume. An der Stelle gibt es nicht so viele Büsche und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann hier relativ gut einfach rumgehen. Was erstens für mich super geil ist, weil ich hier ein bisschen weniger Angst habe, um ehrlich zu sein. Ja, und zweitens minimiere ich die Anzahl der Äste und Gräser, die ich jetzt hier abhacken muss. Boah, das war extrem dumm. Ich habe den Baum einmal geschüttelt und jedes Insekt, das da drin gewesen ist, ist über mich drüber geflogen. Ach du Scheiße. Die Vorstellung, dass da jetzt einfach eine Vogelspinne drin sein hätte können, ist nicht unbedingt die angenehmste. Ich werde auf jeden Fall relativ bald mal mich grob ausziehen und einmal es durchschütteln, dass da nicht irgendwie eine Spinne drin sich versteckt. So, der Kollege hier ist schon tot. Den muss ich jetzt hier noch wegschaffen irgendwie. Sehr wahrscheinlich einer von den Ästen, die es heute Nacht hier runtergehauen hat. Was das? Da laufen Viecher rum. Das ist auch kein Vogel, das ist ein Säugetier. Ich hätte vielleicht mal fragen sollen, wie sich ein Jaguar anhört. Ich bin im Kopf irgendwie, also mir ist ein bisschen schwindelig, weil hier alles so gleich aussieht. Und ich habe das Zeitgefühl komplett verloren. Also ich... Es ist total krass, ich muss jetzt hier ein Bett bauen, weil bald die Zeit anbricht. Weil bald die Nacht anbricht. Aber ich habe auch einfach gar keine Motivation, irgendwas zu machen. Also irgendwie, keine Ahnung, mir ist die Dringlichkeit nicht richtig bewusst, es kommt irgendwie nicht mehr in den Kopf rein. Also irgendwie bin ich gerade so ziemlich gleichgültig irgendwie. Und ich habe gerade überhaupt kein richtiges Gefühl für mich selbst. So, das ist irgendwie komisch. Naja, was jetzt kommt, ist super weird, aber das haben die gesagt, das sollen wir wirklich machen. Und zwar einmal um sein Camp rumpinkeln, damit die Tiere wissen, ja okay, gut, da ist wer. Es ist, was es ist. Ich ziehe mich jetzt mal ein bisschen aus. Erstens, weil mir gerade sau warm ist. Und zweitens kann das Zeug, was ich jetzt hier wirklich komplett vollgeschützt habe, das kann dann einmal trocknen. Ja, ich glaube, das ist doch ganz gut. Das hier ist übrigens mein Equipment. Ich mache alle Sachen aktuell immer super langsam und behäbig irgendwie. Und ich vergesse dabei eigentlich immer, was ich tun wollte. Das ist echt krass. Also ich will gerade das Kamera-Equipment zusammenbauen und habe mich gerade einmal von einer Ameise ablenken lassen, die einfach nur am Boden rumgekrabbelt ist. Perfekt, jetzt baue ich ein Bett. So, hat jetzt eine Weile gedauert, aber ich suche jetzt die Sachen, die ich für ein Bett brauche. Ich brauche jetzt vier Äste mit einer Gabelung. Die werden dann hier in den Boden reingebuddelt und reingesteckt und wieder zugebuddelt. Dann zwei stabile Äste, die ich drüber lege. Und dann ungefähr acht längere Äste, die ungefähr so lang sind wie ich, die dann das Bett bilden. Es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. Also, ich muss mich echt im Kopf zusammenreißen, damit ich überhaupt weiß, was ich machen will. Das ist komplett krass. Und ich weiß auch nicht, wieso. Also, ich habe eigentlich jetzt genug Wasser getrunken. Ich bin noch nicht so lange draußen. Aber es sieht einfach alles gleich aus. Es klingt super dumm. Ich will die Kamera nicht ausmachen. Wenn die Kamera aus ist, fühle ich mich alleine. Also, es klingt wirklich echt dumm. Wenn die Kamera aus ist, rede ich nämlich trotzdem noch mit mir selber. Aber dann komme ich mir irgendwie... Dann bin ich nicht ganz überzeugt, dass ich nicht doch verrückt werde gerade. Wirklich. Aber wenn ich mit der Kamera rede, das ist für mich ja normal, unnormal krass. Also man kann hier wirklich einfach nicht weiter als 10 Meter schauen. Du, das ist so anstrengend, mich zu konzentrieren gerade. Holy shit. So, das Licht geht.
Ist das abgefahren? What the fuck? Ich hab einen richtigen Basston gehört. So. Er sagt, das war anstrengend gerade. Ich schreie jetzt einfach mal, weil wenn sie Raubkatze ist, dann hätte ich keinen Bock auf mich. Ah! Da war ein Specht, cool. Ich mach ein bisschen Krach. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal tun werde, aber ich suche mir jetzt ein schönes Blatt aus. Und der Beschreibung zufolge sollte das Blatt einfach nicht pelzig sein, sondern fest. Und das ist es, das ist gut. So, das nehme ich mir jetzt. Und da sitzt eine Spinne drin. Nee, ein Heuschrecker. So, zwei Blätter. Und was jetzt passiert, könnt ihr euch vielleicht denken. Ich werde berichten. Ja, das war jetzt wahrlich nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich habe es mir schon echt nicht geil vorgestellt. Oh mein Gott, ich sammle mir jetzt noch ein paar für heute Nacht, weil kein Bock, dann irgendwie mitten in der Nacht ein paar Blätter sammeln zu müssen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mein Klopapier sammeln muss. Ja, es ist, was es ist. Ich habe jetzt gerade einen Baum gefunden, der sieht recht stabil aus und der ist vom Sturm umgefallen. Ich weiß nicht wann. Sieht recht frisch aus. Der eignet sich, glaube ich, ganz gut für über meinem Bett als Schutz quasi vor herabfallenden Ästen. Und deswegen werde ich den jetzt mal auf die passende Länge bringen. Boah, es ist anstrengend. Und der muss ungefähr 3 Macheten lang sein. Aber lieber zu lang als zu kurz, also machen wir lieber mal so gute 3,5. So, ist auch eine gute Klimmzugstange. Aber ich glaube, ich spare lieber Energie. Die Sonne ist auch schon relativ tief. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Es wird bald dunkler werden. Und ich habe noch nicht wirklich viel von meinem Bett. Und ey, ich bin jetzt schon so ultra fertig. Ey. Also, es ist so krass. Auch mental, es ist so krass. Ich habe hier noch mal einen Baum gefunden, den der Sturm umgehauen hat. Oder halt sogar zwei. Aber der ist schon super morsch. Der wird mich nicht mehr tragen, aber der hier. Der sieht noch stabil aus. Ja, also ich meine, super schade, dass der Sturm die Bäume abgehauen hat, aber ja, ich freue mich, dass ich es nicht machen muss dann. Und dass ich den Kollegen hier einfach nutzen kann. Ey, diese Tiere klingen hier einfach wie ein Dinosaurier. Ich weiß nicht, was ich von den Geräuschen halten soll. Aber die Tiere, von denen diese Rufe kommen, denken sich wohl genau dasselbe und fragen sich, was der nackte Affe da unten so treibt. Aber wie sich später herausstellt, hat sich der Vogel nicht von mir gestört gefühlt, sondern von einem Artgenossen, mit dem es später sogar noch richtig ans Eingemachte ging. Ich habe jetzt alles fürs Bett. Ich brauche jetzt das Bett, ich hoffe, mir geht es eigentlich besser, weil mir geht es eigentlich nicht gut gerade. Mir ist ein bisschen übel. I'm somewhat sick, but it's more like a mental orientation loss thing, because everything looks the same. I'm not lost, obviously, but yeah, I would call you like every hour just to make sure that I'm fine. So expect a call from me every hour from now. Okay, Thomas, don't worry. Yeah, call me every hour and tell me how you're doing. Okay, good. Over and out. Okay, thank you, Thomas. Over and out. Ich höre immer wieder Geräusche von Tieren, die mir Angst machen. Mein Guide Chicky hat mir für so einen Fall beigebracht, Krach zu machen.
Radio. Alter, mir wird so schwindelig gerade. Ich weiß halt nicht, woran es liegt. Entweder das Bambuswasser ist doch nicht so sauer, oder ich vertrage es einfach nicht so gut. Oder ich werde auch schwindelig, weil es überall gleich aussieht. Ich verbringe gerade mehr Zeit damit, mich zusammenzureißen und nicht irgendwie abzudrehen, als hier mein Bett fertig zu bauen. Und jetzt wird es gleich dunkel. Also, ich habe nicht so richtig, also ich weiß nicht, ich bin nicht weit davon entfernt, anzurufen und zu sagen, hey, hol mich ab. Ich will mich hinlegen, meine Augen schließen und zu mir kommen. Ich brauche Sicherheit und Halt. Wenn ich es nur schaffen würde, endlich mein Bett fertig zu bauen, könnte ich mich ausruhen und mich sammeln. Der Schwindel würde sich schlagartig bessern. Mit meiner allerletzten Kraft ramme ich die Astgabelungen in den weichen Dschungelboden. Nee. Oh mein Gott, nee. Nee. Ich drehe hier durch. Ich sag euch das ganz ehrlich, ich drehe hier durch. Okay, das war's. That's it. Hey Chris, can you get me out? When can you be here? I can be there as soon as you like. Yeah, ASAP, please. Can you get some fresh water? Okay, on our way. Me to bring you just water, or do you want help to come out? Over. I want to get out, yeah. Okay, we'll also come. I'll come with somebody else. Okay, thank you. I'll run out. Shit, Alter. Ja, wie waren das jetzt? 4, 5, 6 Stunden? Shit, Alter. Das ist echt erbärmlich. Oh, damn. Ich glaube, es hat ungefähr 5 Stunden gebraucht. Und während da hinten gerade sich irgendwelche Viecher hart zoffen, habe ich ganz schnell realisiert, dass ich, glaube ich, so eine Erfahrung nicht brauche. Also auf gar keinen Fall alleine. Und auf gar keinen Fall nochmal. Und im Dschungel schon gar nicht. Das sind Vögel, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber ja. WTF. Das ist krass. Also, ich fand das davor eine mega krasse Erfahrung, aber vielleicht war das auch was man machen musste, um das zu realisieren, aber Dschungel ist geil, ist richtig geil, aber alleine und ohne Ahnung, nee.
müssen uns hier auch durch das übelste Unterholz schlagen, um überhaupt zu Thomas zu kommen. Also das ist echt... Oh, gar nicht so einfach. A little thorn, and it's still in my finger, so pay attention. Take it out? I don't know, it's under the skin, and no, I don't think I have a chance to take it out now. We have to care for that later, I think. I'll be fine. Thomas is worse. Da habe ich mir gerade erstmal den dicksten Dorn in den Finger reingehauen. I'm here. Oh, I see you. I'm here. Found you. Awesome. Thanks. Thanks, guys. No worries. Good. Want some water? Yeah, please. Alles gut? Yeah, it's all good. Jesus Christ, Alter. Gracias. Drink some of that. Mm-hmm. I will keep you. Fine. Looks like a nice setup. Mm-hmm. It's getting there. I'm proud of that one. That's cool. I found a lot of fallen trees. Oh, fallen trees. Yeah, there are lots here. From the storm yesterday. Yeah, yeah. Oh, damn. Well, you're collecting the right kind of material there. Yeah. And you've got some bamboo there, but probably not any water in it. I got it. I got a lot of water. Oh, yeah, good. It went first into my mouth. Oh, yeah. And then right here. Oops. You're okay, though. I'm okay. Other than sort of headache or dehydration, what do you feel? I'm kind of sick. Yeah. Yeah. Ich weiß gar nicht, was es war. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt das mangelnde Wasser war, weil es waren halt nur 5 Stunden, kann ja nicht sein. Ich habe halt davor richtig viel Wasser getrunken. Man dehydriert ja echt schnell, das denkt man. Ja, und das, obwohl es halt nicht wirklich warm ist, ne? Aber ich habe auch gut geschwitzt, habe auch meine Sachen aufgehangen. Ey, ich habe echt versucht, super smart zu sein, ne? Sogar Rucksack nicht mal am Boden gelassen, sondern einfach hingehangen, damit da keine Tiere reinkrabbeln oder so. Ich hatte sogar richtig Glück, ich habe einmal Bambus gefunden, wo halt übel viel Wasser drin ist. Ihr müsst es ja mal sehen, das ist todesviel Wasser. Ich denke, das liegt wirklich daran, dass ich ein bisschen seekrank wurde, weil alles so gleich aussieht. Und wenn ich mich so drehe und dann kann ich nicht wirklich mir merken, wo ich gerade war. Und dann schaue ich nach oben und dann bin ich wieder irgendwo anders. Also habe ich ein bisschen was getrunken, weil ich mal übel war. Dann dachte ich mir, okay, musst du bestimmt ein bisschen mehr trinken. Habe ich nochmal einen guten Schluck Bambus getrunken. Und das hat auch hart nach Bambus geschmeckt. Also das war wirklich, es hat super nach Pflanze geschmeckt. Und dann hat es ja auch nicht mehr lange gedauert. Also ich habe davor schon gut was gemerkt, aber danach war es dann wirklich recht schnell und dann war es auch draußen. I had to really get a grip on myself to not lose my mind. Oh yeah, no. That's, the forest does that to you. Damn. It can do, yeah. Well, it's all in the mind sometimes, the forest, yeah. Because it's all the same. Yeah, yeah. You get very disoriented if you don't know, you know. Well, I knew where I am. I knew in which direction I had to go. But I just can't orientate myself right here. Mm. I spent more time getting a grip on reality than actually building this stuff. Ich dachte die ganze Zeit, irgendwie jetzt halt bei der Hütte zu sein und mit den anderen einmal zu quatschen. Oh fuck. Ich wollte hier echt nicht allein sein, Alter. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, hier in diesem Wald zu sitzen, bis man es selbst erlebt. Also, du hast ja wahrscheinlich ausgemalt, wie es sein wird, ne? Der romantische Regenwald, richtig geil ist er auch, aber die eigentliche Erfahrung ist dann was ganz anderes, ne? Ich dachte natürlich, dass ich Angst habe, aber dass es mir einfach so übel wird, weil es so gleich aussieht. Und ich habe so schnell wirklich, also ich kann es nicht anders sagen, aber meinen Verstand verliere, das hätte ich überhaupt nicht kommen sehen. Ah, puh, perfekt, war nichts. Der Dschungel hat mich gefressen und mich nach 5 Stunden gnadenlos wieder ausgespuckt. Und ich habe zurückgespuckt. Was gibt's zu Abendessen? Ich bin gesund. Ich war noch 3 Tage lang komplett außer Gefecht, habe mich unzählige Male übergeben, aber ich bin gesund. Ich habe kein Virus, ich habe keinen Parasiten, ich habe es echt ziemlich gut überstanden. Gut, mein Finger. Wenn ihr sehen wollt, wie mein Finger unter dem Verband von nahem ausgesehen hat, habe ich euch auf Instagram eine kleine Bildstrecke vom Heilungsprozess gepostet. Aber noch viel wichtiger ist natürlich der Heilungsprozess vom Regenwald. Diese Woche in Peru hat sehr viel verändert und ich will mich bei Wilderness International dafür bedanken, dass sie uns gezeigt haben, dass die Welt eben nicht komplett hoffnungslos verloren ist, sondern dass man tatsächlich was dagegen tun kann. Die Vernichtung des Regenwalds geht echt unfassbar rasant. Man kann sich das wirklich einfach nicht vorstellen.
vorstellen. Normal sind langfristige Ansätze und Lösungen immer die besten. Manche Sachen kann man einfach nicht von heute auf morgen machen. Man muss einfach 20 Jahre im Voraus planen. Das Problem ist, der Regenwald hat wahrscheinlich keine 20 Jahre mehr, indem er einfach auf irgendeine Lösung warten kann. Wilderness International handelt genau jetzt. Das Team, bestehend aus Kai, dem Vorstand und vielen weiteren tollen Menschen, zu denen auch Locusts gehören wie der Chicky, die kaufen Regenwaldflächen einfach auf. Und zwar bevor es andere machen können. Es ist eine ziemlich simple Idee und komplett genial. Finanziert wird das Ganze von Leuten wie euch, die mit ihrer Teilhabe zeigen, dass ihnen der Regenwald gesund mehr wert ist als kaputt. Mit Teil 1 von diesem Video haben wir bereits über 35.000 Quadratmeter Regenwald geschützt, was komplett riesig ist. Und ihr könnt jetzt über den Link in der Beschreibung dazu beitragen, dass unser Community-Wald noch viel größer wird. Vielen Dank für alle, die daran teilnehmen. Wir haben die Truppe um Wilderness International echt gut kennengelernt und auch richtig gut Party gemacht. Und zusammen richtig viel geilen Wald zu schützen hat Spaß gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass es das letzte Mal war.